Deutschland 2022. Die Kraftstoffpreise knacken zum ersten Mal über Wochen hinweg die 2-Euro-Grenze. Benzin und Diesel über 2 Euro pro Liter. Die Regierung muss Maßnahmen ergreifen, um der aktuellen Situation entgegenzusteuern. Autofahren ist so teuer wie nie zuvor und viele Autofahrer sind gezwungen, ihre Autos stehen zu lassen, weil sie sich den Sprit schlicht und ergreifend einfach nicht mehr leisten können. Wie konnte es so weit kommen? Und was genau ist in der Vergangenheit bei den deutschen Autobauern schiefgelaufen? Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Ja Leute, keine Sorge, in diesem Video wird es nicht um die aktuelle Situation in Osteuropa gehen, sondern eher um das Ignorieren und teils bewusste Versäumen von Chancen bei der Energiewende in der Autoindustrie. Dennoch möchten wir auf die Spendenlinks in der Videobeschreibung hinweisen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Möglichkeit, den Flüchtenden oder den Menschen vor Ort mit einer kleinen Spende zu helfen. Vielen Dank. Als ehemals BMW-spezifischer Kanal werden wir primär die Marke BMW und ihre ersten konkreten Versuche und Schritte in Richtung alternative Antriebe beleuchten und sehen, was BMW allein für Möglichkeiten gehabt hätte, ein starkes Standing in der Gegenwart zu haben. Die ersten Bestrebungen, ein Elektrofahrzeug zu bauen, hatte BMW bereits Ende der 60er Jahre. Doch leider war die Batterietechnik damals so dermaßen ungeeignet, dass man bei BMW die Idee wieder verwerfen musste. Der erste konkrete Versuch, die eigenen Modelle mit Elektroantrieben zu bestücken, fand für BMW dann in den 80er Jahren statt. 1987 rüstete BMW letztendlich ganze 8 Exemplare vom Modell 325iX auf Elektroantrieb um. Da damals sowohl die Akkus als auch die Elektromotoren nicht so kompakt verbaut werden konnten wie heute, entschied man sich hier auf Frontantrieb zu setzen. Als Akkus kamen Natrium-Schwefel-Batterien der ABB Hochenergie-Batterien GmbH zum Einsatz. Mit diesem Konzept schaffte man es, dass die Versuchsdreier 150 km Reichweite und 100 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen konnten. Und das Beste: das Aufladen war auch kein Thema, denn man konnte das Fahrzeug ganz einfach an jeder Haushaltssteckdose anschließen und aufladen. Ja, verglichen mit heutigen Elektrofahrzeugen sind das keine Werte und Features, die einen vom Hocker hauen, aber man muss sich vor Augen führen, dass dies 35 Jahre her ist. Damals waren diese Elektrodreier Meilensteine, was die frühe Elektromobilität anging. Wie sollte es also weitergehen? Auffällig war, dass die Versuchsfahrzeuge schon ziemlich serienfähig gebaut waren. In Serie ging der Elektrodreier leider nicht. Dafür wurde aber ein Touring-Exemplar 3 Jahre lang von der Deutschen Post im Alltag eingesetzt, wodurch BMW sehr viele und wichtige Erfahrungen für das nächste Elektrofahrzeugprojekt sammeln konnte. Mit dem nächsten Elektrofahrzeugprojekt ist der BMW E1 der ersten Generation gemeint. Ich weiß, ihr denkt euch jetzt, was für ein Ding, erste Generation? Gab noch einen Teil davon, warum kenne ich den Laufen nicht? Keine Sorge, ich erkläre es euch. Im Jahre 1991 präsentierte BMW dieses unförmige Etwas der Öffentlichkeit. Ja, das Ding ist nicht besonders schön, aber die Technologien, die im E1 zum Einsatz kamen, waren sehr wegweisend für den Weg, den BMW Mitte der 2000er Jahre mit BMW Efficient Dynamics einschlagen sollte. Stichwort Bremsenergierückgewinnung. Der E1 hat bei jedem Bremsvorgang wieder Energie in die Batterie zurückgeführt. Ziemlich heftig für ein Fahrzeug aus den frühen 90ern. Durch das Konzept und die Bauweise kam der E1 auf eine Reichweite von 200 Kilometern und konnte innerhalb von 8 Stunden über eine normale Haushaltssteckdose wieder voll aufgeladen werden. Der E1 schien für die Serienproduktion mehr als geeignet, doch leider ist das Fahrzeug aus unbekannten Gründen komplett abgebrannt. Das führte dazu, dass BMW direkt mit der Entwicklung der zweiten Generation begann.
1993 stellte BMW die zweite Generation des E1 auf der IAA in Frankfurt vor. Das Design war deutlich überarbeitet und um Welten ansprechender als beim Vorgänger. Zudem hatte man zwei neue Varianten mit ins Spiel gebracht, denn den neuen E1 gab es nicht nur als Elektro-, sondern auch als Hybrid- und Verbrennervariante. Das ließ darauf schließen, dass BMW es ernst meinte und die Fahrzeuge vermutlich in Serie bringen würde. Niemand hätte gedacht, dass auch die zweite Generation niemals in Serie gehen sollte. BMW hatte einfach an fast alle Kunden gedacht. Elektro, Hybrid und Verbrenner. Also was genau ist passiert, dass man sich gegen den neuen E1 entschied? Nun, das weiß man bis heute nicht. Vielleicht war der E1 einfach seiner Zeit zu weit voraus. Vielleicht war er nicht ansprechend genug und vielleicht gab es auch nicht die erhoffte Resonanz. Ja, vielleicht wäre der E1 auch einfach viel zu früh auf den Markt gekommen und daher gefloppt. Kein Autobauer der Welt trifft Entscheidungen, die dazu führen, dass Milliardenverluste entstehen. Das sollte jedem klar sein. Daher kann man das damalige Handeln von BMW irgendwie nachvollziehen, aber dennoch ist es schade für dieses Konzept. In Sachen Elektroautos sah BMW Anfang der 90er also vorerst keine Zukunft mehr. Deswegen hat man in München nach anderen Alternativen Ausschau gehalten und es immer wieder mal mit Erdgasmodellen versucht, die aber auch nicht sonderlich gut angenommen wurden. So gingen auch die 90er Jahre langsam zu Ende und BMW begann Pläne für einen Wasserstoff-Siebener zu schmieden. Im Jahre 2000 war es dann soweit. BMW stellte voller Stolz das erste Wasserstoff-Serienauto der Welt, dem BMW 57HL vor. Und auch jetzt denkt ihr euch bestimmt, hä? Seriensiebener mit Wasserstoff? 57HL? Was soll das denn sein? Kenn ich nicht. Nun, auch hier, ich erklär's euch. Der 57HL ging zwar in Serie, aber halt nicht so, wie man es vermutet. Es handelte sich lediglich um eine Kleinserie mit exakt 15 Exemplaren. BMW wollte mit dieser Aktion Druck machen und den Ausbau der Wasserstofftankstellen vorantreiben. So hieß es vom damaligen Pressesprecher von BMW, dass man, boah, haltet euch fest, zunächst einmal in Vorleistung gehe. Also so ganz nach dem Motto, jo Leute da draußen, ich habe jetzt 15 Wasserstofffahrzeuge gebaut, jetzt baut ihr mal Wasserstofftankstellen in ganz Deutschland dafür. Ich erwarte das jetzt einfach, weil eben, und vor allem wollen wir am liebsten, dass der Bundeskanzler mit einem der 15 Fahrzeuge fährt. Also wenn man heute nochmal auf die Aussagen von damals zurückblickt, denkt man sich nur, hä? Weil damals gab es in Deutschland nicht einmal 15 Wasserstofftankstellen. Ja, richtig, nicht einmal 15 in ganz Deutschland verteilt. Jetzt stellt euch einfach vor, ihr fahrt im Jahre 2050, also jetzt hier in der Zukunft, ne, mit einem Benziner und es gibt in ganz Deutschland nur noch eine Handvoll Tankstellen. Und jetzt nochmal das Ganze mit dem Hintergedanken, dass ihr Bundeskanzler seid. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie ihr klar denkenden Menschen da draußen euch sicherlich vorstellen könnt, wurde es nichts mit der Massenproduktion, weil man sich einfach darauf verlassen hat, dass Wasserstofftankstellen wegen 15 Fahrzeugen aus dem Boden sprießen wie Unkraut. Natürlich war das nicht der Fall und die 15 Exemplare des 57HL gerieten langsam, aber sicher in Vergessenheit. 2005 hat man dann einen neuen Feldversuch mit der neuesten 7er Generation gestartet. Der neue Hydrogen 7 erblickte das Licht der Welt und hatte diesmal eine ganz spezielle Besonderheit zu bieten. Der Hydrogen 7 wurde nicht elektrisch über eine Brennstoffzelle, sondern über einen Wasserstoffverbrennungsmotor angetrieben. Aber damit nicht genug, denn zusätzlich dazu konnte man den Hydrogen 7 auch mit Benzin betreiben. Der Hydrogen 7 war mit Abstand das beste Wasserstofffahrzeugkonzept, was man auf die Beine stellen konnte für damalige Verhältnisse. Und ja, 100 Exemplare wurden zwischen 2005 und 2007 gebaut. Verkauft wurde aber kein einziger, denn der Hydrogen 7 war nur für den Leasingmarkt gedacht. Das hieß, dass die 100 Hydrogen 7 Modelle wohl oder übel irgendwann wieder komplett verschwinden würden.
Ja, und nur wenig später teilte BMW dann überraschend mit, dass man nicht mehr an der Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen festhalten will. Halten wir also fest, die Ambitionen, Elektrofahrzeuge zu bauen, wurden 1993 wieder verworfen. Die Erdgasfahrzeuge kamen nicht gut an und wurden ebenfalls verworfen. Und auch in Sachen Wasserstoff hatte man keine weiteren Pläne, eine Weiterentwicklung anzustreben. BMW stand zu dieser Zeit da, wie jeder andere deutsche Autobauer auch. Keine Hybridfahrzeuge, geschweige denn Elektrofahrzeuge, keine Idee, wie man Wasserstofffahrzeuge auf den Markt bringen würde, keine alternativen Kraftstoffe, einfach gar nichts. Man hatte absolut nichts auf dem deutschen Markt, während Toyota und auch andere japanische Autohersteller den Fokus auf Elektrifizierung legten. Und dann, ein paar Jahre später, ja, dann kam ein gewisser Elon Musk aus dem Nichts um die Ecke und realisierte einen sehr sportlichen Elektro-Roadster mit 350 km Reichweite. Das war vermutlich der schlimmste Tiefpunkt der deutschen Automobilindustrie in Sachen Elektromobilität. Zum Ende der 2000er Jahre wurde klar, dass man das Feld den Japanern und noch schlimmer kleineren Autobauern überlassen hatte, was die gesamte deutsche Autoindustrie teuer zu stehen kommen sollte. Der wirtschaftliche Wohlstand dieser Nation fußt zum einen auf dem Maschinenbau und zum anderen auf der Autoindustrie. Und wie auch beim Thema Breitband- und Glasfaserausbau hat man das Thema alternative Antriebe nicht nur verschlafen, sondern jahrelang nach hinten geschoben und damit die wirtschaftliche Stellung unseres Landes massiv angreifbar gemacht. Nach wie vor war man abhängig von fossilen Brennstoffen und dem Wohlwollen der EU hinsichtlich der CO2-Pläne. BMW hatte jedoch zwischenzeitlich das interne Zukunftsprojekt Project I gestartet und damit den Startschuss für die später neu gegründete Marke BMW i gegeben. Die anderen deutschen Autobauer hingegen, das kannst du dir einfach nicht vorstellen, haben ihre Fahrzeuge optimiert. Statt eine klare Richtung für die Zukunft einzuschlagen und an neuen Technologien zu arbeiten, dachte man sich, nee, ist ein bisschen teuer, wir sollten weiter Effizienzsysteme einbauen und auf Downsizing setzen. Das kostet weniger und bringt in einigen Fällen sogar mehr Kohle. Ja, falsch gedacht. Aber was geht bei den deutschen Autobauern heute so ab? Der Kölner Autobauer Ford, ja genau, das ist der Autobauer, der nie auf Innovation setzt, aber auch noch nie ein einziges Mal in der Geschichte in eine finanzielle Notsituation geraten ist, hat zum Beispiel bis heute nichts in der Hand und ist auf die Elektroplattform MEB der Volkswagen AG angewiesen. Erst nächstes Jahr will Ford etwas Eigenes vorstellen und sich langsam aber sicher zum Elektroautobauer mausern. Daimler hat lange Zeit ebenfalls nicht wirklich viel gemacht, dafür geben sie aber heute umso mehr Gas. Die Fahrzeuge der kleinen Schwestermarke Smart wurden zum Beispiel komplett auf Elektro umgestellt und auch für die Marke Mercedes-Benz werden immer mehr EQ-Modelle auf den Markt gebracht. Volkswagen hat, wie bereits erwähnt, mit der MEB-Plattform sehr viel aufzubieten, unter VW als ID, unter Audi als e-tron und so weiter. Und Opel teilen sich die Plattform mit Peugeot, Citroën und Co. und bringen ebenfalls erste Elektrofahrzeuge auf den Markt und sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Ihr merkt, dass dieses Trödeln und Warten und Nichtstun der deutschen Autoindustrie ein Punkt dafür ist, warum wir heute in dieser Energiekrise stecken. Aber was hätte man besser machen können? Im Falle von BMW hätte man jedenfalls bereits im Jahre 2000 damit anfangen müssen, Kooperationen mit Wasserstofflieferanten und Tankstellenketten zu schließen, um Anreize für die Politik zu schaffen, den Wasserstofftankstellenausbau zu subventionieren. So hätte man spätestens jetzt eine gute Abdeckung erzielt. Vielleicht hätte man beim Thema Wasserstoffauto heute eine ganz andere Sichtweise. Auf europäischer Ebene sind wir heute mit 96 H2 Wasserstofftankstellen zwar absoluter Spitzenreiter, aber das reicht halt bei weitem noch nicht aus. Tesla hat den Erfolg nicht nur dem Hype von Elon Musk oder den Fahrzeugen an sich zu verdanken. Nein, ein ganz wesentlicher Faktor für den Erfolg von Tesla war zum Beispiel der Ausbau der eigenen Supercharger-Stalls. Der Ausbau dieser Stalls geht immer weiter und signalisiert potenziellen Kunden da draußen, dass Tesla etwas macht, um die Kunden bundesweit mobil zu halten. Aber damit nicht genug.
Ausgerechnet in Deutschland hat Tesla nun eine Gigafactory aus dem Boden gestampft und stellt sowohl neue Fahrzeuge als auch Batterien her. Tesla made in Germany. Nun denn, Tesla hin oder her, dass Elektroautos aber nicht ausschließlich die Zukunft sein können, sollte jeder wissen. Denn würden alle Menschen in Deutschland von heute auf morgen auf Elektrofahrzeuge umsteigen, so würden wir hierzulande nicht genügend Stromkapazitäten besitzen, um auch nur einen Bruchteil dieser Fahrzeuge zeitgleich zu laden. Aber was könnten denn die Alternativen sein? Nun, zum einen haben wir natürlich synthetische Kraftstoffe, aber das ist halt ein Thema für sich und würde hier komplett den Rahmen sprengen. Realistisch gesehen ist die zweite Alternative Wasserstoff. Um aber eine Wasserstofftankstelle aus dem Boden zu stampfen, benötigt man in der Regel 1 Million Euro für eine einzige Tankstelle. Noch dazu ist sowohl der Transport als auch das Herumfahren mit Wasserstoff mit vielen Gefahren verbunden. Wie können wir also die enormen Kosten für den Ausbau sparen, die Gefahren vermeiden, aber dennoch Wasserstoff für alternative Antriebe nutzen? Die Antwort darauf lieferte Roland Gumpert bereits vor wenigen Jahren. Mit seinem Fahrzeug Natalie zeigte Gumpert, wie einfach des Rätsels Lösung sein kann. Stichwort Methanol-Brennstoffzelle. Wie das funktioniert? Man betankt das Fahrzeug im Grunde mit ganz normalem Methanol, quasi mit Alkohol, ohne Druck und ohne Gefahren. Ganz normal wie auch überall anders an der Zapfsäule, wenn man Benzin oder Diesel tankt. Durch eine chemische Reaktion wird dem Methanol Wasserstoff entzogen, wodurch die Brennstoffzelle Strom produziert, womit der Elektromotor angetrieben wird. Durch einen zusätzlichen Hochleistungsakku wird Energie gespeichert, die bei Bedarf freigegeben werden kann, wenn das Fahrzeug mehr Leistung abrufen muss. Das Fahrzeug fährt und was übrig bleibt, sind 0 Emissionen. Im Falle von Roland Gumperts Fahrzeug Natalie hat man dann auch mal eben eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h, eine Beschleunigung in 2,5 Sekunden von 0 auf 100, eine Reichweite von 820 Kilometern bei 120 km durchschnittlicher Geschwindigkeit, einen Allradantrieb und 400 Kilowatt an Leistung. So einfach kann es gehen. Kein minuten- oder stundenlanges Warten, bis das Fahrzeug aufgeladen ist, keine Ladestation, die man bei der Fahrt einplanen muss, keine Ladesäulen, die ohne Funktion sind, keine größeren Pausen nötig, voll getankt, für 820 Kilometer in nur 3 Minuten. Aber was ist mit dem Methanol? Wo bekommt man das her? Im Grunde kann jede bestehende Spritzapfsäule ohne große Kosten auf Methanol umgestellt werden. Und der Ausbau ist damit kein Thema mehr. Man kann also das bestehende Tankstellennetz innerhalb kürzester Zeit mit geringsten Mitteln umstellen und die Verfügbarkeit bundesweit schnellstmöglich sichern. Und das Beste an diesem Thema ist, dass das ganze Prinzip sowohl für Transporter als auch für LKWs realisiert werden kann. Wie ihr seht, besteht doch noch Hoffnung für die Energiewende. Die Frage ist nur, ob wir alle diesen Technologien eine Chance geben. Die Methanol-Brennstoffzelle ist wohl mit Abstand die beste Lösung, die in den letzten Jahren der Welt vorgestellt wurde. Es liegt nun an uns, diese Lösung in unseren Alltag aufzunehmen.